Herzlich willkommen beim Kaduma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kaduma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Kaduma Podview. Schön, dass ihr auch heute mal wieder eingeschaltet habt. Ja, und wer ist heute bei mir zu Gast? Meister Lampe. Meister Lampe ist 1978 geboren und hat schon sehr, sehr vielen Figuren von Kaduma seine Stimme geliehen. Und zwar in folgenden Projekten: Im Namen des Fisches, Oma Inge 3 mit Leib und Seele, Der Kartoffelkönig, Lach- und Bettgeschichten, Zauberer Zakedos, in den Kaduma Minis Oma Inge, Jacks Sonderbar und Dr. No, wie auch in den Filmen Monsterican Night, Die Nacht der Monster und Monsterican Fight, Der Kampf der Monster. Meister Lampe ist seit 2017 bei Kaduma dabei. Ja, und jetzt ist er tatsächlich neben mir. Hallo Meister Lampe. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für den ganzen Klamauk. Ja, hallo. Und fangen wir direkt an mit der ersten Frage. Welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Meine Lieblingsrolle? Am lustigsten fand ich eigentlich die Hexe Grace. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil da habe ich am meisten halt Herausforderungen gehabt. Ja. Durch die Stimmumstellung. Also, ich habe schon gedacht, weil es in Deutsch und Englisch war. Nö, das macht mir jetzt kein Problem. Aber diese Stimmverstellung, das war schon ganz spannend zu machen. Vor allen Dingen das dann auch zu halten und... Ja. Diese Rolle wirklich dann auch auszufüllen, die Emotionen dieser Rolle auszufüllen. Das war spannend. Konntest du dich auch schön damit identifizieren? Ja. Okay. Frage 2. Was sind charakterliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Ja gut, das Geschlecht. Genau. Das Geschlecht ist schon mal etwas anders. Ja. Ich will es hoffen. Ich habe bei der Hexe Grace noch nicht unterm Rock geschaut, aber ich hoffe, es ist ein anderes. Tja, dann wirst du das wohl nachholen müssen, Luzi. Nein, das möchte ich nicht. Ich hoffe dann, nichts zu sehen. Nichts? Nee, nichts. Eine Barbie-Puppe. Ja. Das wäre noch okay. Das wäre noch okay, oder? Ja. Stelle ich mir auch interessant vor. Eine Barbie-Puppe auf einem Besen. Hauptsache, die fällt nicht runter, ne? Vor allem hoffentlich fällt sie nicht auf ein Monster drauf. Ja. Gibt beim Werwolf auch wieder nur Ärger. Das ist richtig. Könnte eklig werden. Ja, etwas. Gibt's sonst noch Gemeinsamkeiten? Also ich meine, Hexe Grace ist ja... Ja, also Anti-Held kann man nicht sagen, sie ist ja schon irgendwo ein Bösewicht, ne? Ein bisschen ja, aber doch irgendwie auf so eine auch etwas tollpatschige, lustige Weise. Kinder kochen, ja, nur ein bisschen. Genau. Quasi klein anfangen und hinterher die großen Gerichte. Also. Na gut, ach ja, und Spoiler, Hexe Grace stirbt ja in Monsterican 3 und ich hoffe, du bleibst uns noch ein bisschen länger erhalten. Ja, ich werde noch ein wenig predigen. Genau, als Pater Ben. Genau, und auch ansonsten werde ich noch in einigen Rollen erhalten bleiben. Ich werde weiterhin durch die Wälder streifen, als kleiner Fuchs. Also, ja. Frage 3. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht?
Eine Lieblingsfigur. Gute Frage. Ja, ne? Habe ich auch lange dran gesessen. Bestimmt 2 Minuten. Nee, eigentlich könnte ich jetzt keine wirkliche Lieblingsfigur bestimmen. Ja. Ich finde Oma Engel ziemlich cool. Ja. Die halt sehr viel Unsinn macht. Das stimmt. Was eben auch zu mir passt. Mach ich ja auch ganz gerne. Aber so richtig Lieblingsfigur habe ich jetzt gar nicht so. Okay. Frage 4. Was gefällt dir beim Synchronisieren am besten? Mal wirklich jemand anders zu sein, in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen. Ja. Dass man wirklich versucht, sich von sich selbst zu lösen und in diese Figur einzutauchen. Das finde ich ziemlich cool an der ganzen Sache. Man kann mal jemand völlig anderes sein. Ja. Weil jeder, der mich kennt, weiß, dass das mit dem Pater Ben ja auch so eine zwiespältige Geschichte ist. Aber es passt auf jeden Fall unheimlich gut von deinem Gemüt und von deiner Stimmlage ja, her. Und es ist wirklich spannend, sich in so eine Figur einfach mal reinzuversetzen und zu sagen, okay, jetzt bin ich mal nicht ich, jetzt bin ich mal jemand ganz anderes. Ja. Gab es da eigentlich schon mal eine Rolle, wo du gesagt hast, könnte zwar von der Stimme her passen, aber vom Charakter her so gar nicht. Dass du gesagt hast, damit kann ich mich eigentlich gar nicht identifizieren. Nee. Eigentlich nicht, ich habe eigentlich von den meisten Figuren irgendwo so ein bisschen was mit drin. Ich habe überall immer so ein bisschen Meisterlampe. Genau, überall gab es ein bisschen Meisterlampe und es gibt eigentlich nichts, wo ich sagen muss, das könnte ich jetzt nicht spielen oder so. Ja. Alles klar. Frage 5. Was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Dann ging es auf jeden Fall in den Weltraum. In den Weltraum, okay. Ich würde, ich denke mal, mit Luzi, Foxy und Oma Inge würde ich eine Reise durch die Galaxie machen. Okay. Na, sowas Ähnliches hat man ja schon mal ausprobiert. Die Älteren erinnern sich an die Geschichte vom Stern, der die Erde besuchte. Da war auch ein bisschen Weltraum vorhanden, aber die Geschichte ist ja gefloppt. Aber gut, die Geschichte war auch in Schwarz-Weiß, vielleicht lag es daran. Möglich, aber ich würde wirklich dann... In Farbe machen. In Farbe und auch wirklich zu unterschiedlichen Sternen reisen. Da mal schauen, auf wen man so alles trifft. Ja, dann... Flora, Fauna und die ganzen anderen Mädels. Dann wirst du ja sehr viel Freude haben an Monsterwicken 3, weil es da ja auch um andere Planeten und um Alien geht. Ist richtig. War das einer der Gründe, warum du da zugesagt hast? Nee, das war eigentlich mehr der Grund, weil ich Lust hatte, an der Geschichte weiterzuarbeiten. Ja. Du bist ja diesmal mit 3 Rollen vorhanden. Das ist richtig. Ungewohnt, seltsam, komisch. Nicht eine, sondern gleich 3 Rollen. Die haben ja auch alle 3 verschiedene Charakterzüge, ne? Das ist richtig, aber das macht es ja so spannend. Ja. Dann auch diese kurzen Wechsel auch teilweise zu haben. Und dadurch kommen sicherlich auch einiges an Unfug zustande, was dann vielleicht auch bei den Outtakes möglicherweise mal mit dabei sein könnte. Ja. Aber es wird definitiv spannend, witzig und das ist das, was Kiduma im Endeffekt ausmacht. Diese Zusammenarbeit. Also freust du dich schon drauf? Ja. Frage 6. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanzierst du dich privat von den Projekten?
Nein, ich guck mir die auch an. Du tust es dir an, ja. Und es einfach lustig ist, dann wirklich das Gesamtpaket zu sehen und zu schauen, wie sich die Figur mit deiner Stimme so dann halt durch die Geschichte schlängelt. Ja. Und es ist für einen selber ja auch nochmal ganz anders, weil die eigene Stimme klingt ja für einen selbst immer ganz anders als für andere. Das ist richtig. Und dadurch, wenn man die dann eben auf so einem Film hört, dann ist das immer, als würde einem tatsächlich eine andere Figur begegnen. Also hörst du dann quasi nicht dich raus, sondern die Stimme der jeweiligen Figur? Genau. Alles klar. Frage 7. Von welchem Film oder welcher Serie würdest du dir eine Fortsetzung wünschen? Eine Fortsetzung? Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit Foxy machen. Ferdinand Fuchs? Mhm. Da kann ich dir schon mal sagen, also ich habe ja die Liste gesehen mit den zukünftigen Projekten. Es ist irgendwann in der Zukunft geplant, für Izzy den Igel eine Fortsetzung zu machen. Mhm. Da denke ich mir mal, ist der Fuchs mit dabei. Denke ich mal. Und in Lach- und Bettgeschichten 2 kann ich mir auch gut vorstellen, dass der wieder mit dabei sein wird. Denke ich auch. Ne? Und bei anderen Geschichten, ja, lassen wir uns einfach überraschen, ne? Genau, was die Zukunft bringt. Genau, ja. Wie viel Zeit ich habe, aus dem Wald zu kommen. Genau. Frage 8. Was für eine Rolle würdest du gerne mal einsprechen und warum? Also wenn du dir irgendwas aussuchen könntest, so spontan, hey, ich würde mal gerne das oder jenes einsprechen, wenn ihr dann irgendwann mal ein Projekt habt mit der Figur oder dem Charakter, denkt an mich. Habe ich mir schon öfter mal Gedanken drüber gemacht, aber mir ist ehrlich gesagt noch nichts Konkretes eingefallen, wo ich wirklich sagen würde, diese Rolle würde ich gerne mal machen. Ja. Also da... Ich bin noch unsicher, in welche Richtung das geht mit mir. Okay. Also, ich denke, ich lasse mich überraschen, wo mich die Zukunft noch hinführt. Okay. Frage 9. Welche Projekte machen dir mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene? Und warum? Es hat beides seinen Reiz. Einmal für die Kinder wirklich etwas zu schaffen, wo sie halt Spaß haben, auch ein bisschen was lernen können, sich wirklich darauf einzulassen, so ein Kinderprojekt zu machen. Da muss man halt so von den ganzen eigenen Ideen runter. Ja. Das ist eine ganz spannende Sache. Auf der anderen Seite ist es aber auch extrem spannend für Erwachsene, wirklich dann mal aus jeder Rolle zu fallen. Und dann da auch wirklich die kreativsten und buntesten Sachen dann einfach mal zu machen. Da kann man ja dann wirklich mal machen, was man will. Genau. Ja. Da kann man wirklich mal alles beiseite lassen und einfach mal drauf los philosophieren. Frage 10. Was ist deine schönste Erinnerung an Kiduma? Meine schönste Erinnerung an Kiduma. Einmal sind es die Dreharbeiten, die bisher gemacht wurden. Mhm. Da waren wir einmal unterwegs an einem Schloss. Ja. Haben dort ziemlich viel Unfug gemacht mit den Figuren. Das sind jetzt viele Szenen, die auch dann nicht unbedingt gesendet wurden, aber wir hatten einfach nur einen riesen Spaß, uns mit den Figuren einfach auszutauschen, einfach eher wirklich mal die eigene Persönlichkeit in die Figuren einfließen zu lassen, statt andersherum.
Das war einfach eine ganz schöne Sache. Und neben dieser Schlosskulisse, das war einfach eine tolle Inspiration, dann die eigene Persönlichkeit dann in eine bestimmte Geschichte einzubetten. Das war so dein Highlight. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und die Hexe Grace, die war einfach durch die extreme Stimmvorstellung war das ein Heidenspaß mit den ganzen Fehlern, die da passiert sind beim Aufnehmen. Da musste viel korrigiert werden und das war echt richtig cool. Ihr habt ja tatsächlich 2 Tage für den kompletten Text gebraucht, weil es halt auch also in Teil 1 sehr viel Text war für Hexe Grace. Ja. Ist selten, dass man an 2 Tagen gebeten wird, für ein und dasselbe Projekt einen und denselben Charakter einzusprechen. Gab es dann da irgendwo auch private Momente, wo dann die Hexe in einem hochkam oder wo man dann irgendwie tagelang heiser war, weil man die Stimme so lange verstellen musste? Tagelang heiser nicht, aber es ist schon so, dass in Gedanken diese Figur dann doch auch im Privaten dann einfach auftaucht. Also, dass man dann einfach in einfach Alltagssituationen oder beim Autofahren einfach mal drüber nachdenkt, was würde Hexe Grace jetzt machen? Zumindest nicht mit dem Autofahren, ne? Vielleicht mit dem Auto fliegen. Genau, zum Beispiel. Dann hätte sie keine Probleme im Stau, ne? Ja, genau solche Sachen sind das dann. Ja. Wo halt dann die Figur hochkommt und dann einfach neue Ideen gibt. Manche sind umsetzbar, manche halt eben nicht. Weil mit dem fliegenden Auto hatte ich dann doch noch ein bisschen Stress. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Na, glaube ich. Frage 11. Warum hast du dich entschlossen, für Synchronisieren bei Keduma zwischendurch deine Freizeit zu opfern? Weil es Spaß macht, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und gemeinsam etwas zu erschaffen, womit man andere Leute inspirieren kann, Freude machen kann, vielleicht auch eben noch zusätzlich Wissen vermitteln kann und einfach was eigenes Kreatives auch mit in die Welt setzen. Okay, Frage 12. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Keduma ist für mich Spaß. Okay. Ja. Frage 13. So schnell geht es. Gibt es eine Aufgabe bei Keduma, abgesehen vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest? Und wenn ja, welche und warum? Ich würde gerne mehr mit den Dreharbeiten mitmachen. Ja. Weil es schon sehr spannend ist, einfach die passenden Hintergründe für die Figuren rauszusuchen, zu schauen, welche Gegenden für die einzelnen Charaktere passend sind und eben dann auch die Landschaft und die Figur zusammen so einzufangen, dass das für die Geschichte dann dementsprechend zusammenpasst. Mhm. Alles klar, dann sage ich dem Sud mal Bescheid, der soll sich dich mal vormerken, wenn es wieder an große Projekte fürs Drehen geht. Ja, kannst du mal weitergeben. Mach ich das. Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Keduma wissen wolltest? Und wenn ja, was? Da jetzt nichts Spezifisches. Ich unterhalte mich viel mit dem Sud und kriege da auch eine Menge mit. Zwischendurch quatscht Luzi mal dazwischen. Ja. Ne? Ja. So kennt man dich ja. Genau. Und so kriegt man schon
ziemlich viel mit, auch wenn man eben mit den anderen Leuten von Kiduma zusammenarbeitet, Projekte durchspricht. Da weiß man doch schon in den meisten Fällen, was halt passiert, was nicht passiert, und man kennt halt auch schon die ganzen Aufgaben, die dort zu erledigen sind. Hast du, steht jetzt nicht als Frage da, aber hast du einen Lieblingssynchronsprecher, jetzt unabhängig von deiner Stimme, wo du sagst, mit dem mache ich gerne Projekte zusammen, oder die Stimme, die also die so markant, da freue ich mich immer, wenn die in Filmen auftaucht? Nee, gibt's bei mir gar nicht so. Das sind ja eigentlich alle Stimmen immer für die Figur passend. Und ja. Dadurch ist es immer besonders interessant, diese Projekte zu machen, weil man wirklich die Figuren zusammen hat, weil eben nicht nur halt die Figur passt, sondern weil die Stimme passt, weil man wirklich schaut, dass die Geschichte passt, dass die Hintergründe passen, und da wird bei Kiduma eigentlich immer drauf geachtet, dass wir alles stimmig haben, und das ist halt das Interessante daran, auch zu experimentieren, was müssen wir noch korrigieren, was müssen wir ändern, was brauchen wir an Grundlagen. Und das ist ja immer so ein, auch ein Entwicklungsprozess, wie sich eine Figur Stück für Stück verändert, oder wie sich eine Geschichte dann verändert, weil es ist ja auch vom ersten Entwurf bis zum Film ändern sich ja auch Geschichten, dann wird einfach auch durch besondere Momente bei den Dreharbeiten wird ja dann auch nochmal zusätzliches Material eingefahren, was dann auch manchmal noch zusätzlich in die Geschichten eingebaut wird. Das stimmt, ja, das ist richtig. Weil man eben sagt, das passt jetzt einfach besonders gut, und dann wird auch nochmal Text nachgeschrieben, um diese Szene dann mit einzubringen, und zwischendurch sind es auch spontane Szenen, die einfach dann in den Film mit einfließen. Das gefällt dir bestimmt besonders gut, oder? Mhm. Frage 15. Wenn du in die fiktiven Keduma-Länder Sutanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdest du mitnehmen? Kondome. Kann man immer gebrauchen, man weiß ja nicht wofür. Na, ich glaube, da mache ich mir wenig Sorgen, dass es das nicht gibt. Und den Alkohol mache ich mir auch wenig Sorgen. Das stimmt, Jack Sonderbar. Genau. Ich glaube, ich würde einfach mir meinen Smoker schnappen. Mhm. Den kann man da, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Dann würde ich auf jeden Fall eine Kamera mitnehmen, um diesen Urlaub dann zu filmen. Ja. Und was würde ich noch mitnehmen? Ich glaube, ich würde meinen Kater mitnehmen. Er hätte bestimmt auch eine Menge Spaß in diesem Chaoshaufen. Da kann ich mir gut vorstellen. Also, dein Kater, die Kamera und den Smoker. Den Smoker. Für die, die nicht wissen, was ein Smoker ist, was ist das? Das ist ein Räuchergrill. Das heißt, man gart nicht über der Hitze selber, sondern das ist eine große Garkammer. Ja. Und eben angeschlossen ist eine kleine Temperaturkammer, in der dann halt Kohle halt für die Haupttemperatur sorgt, und dann gewisses Holz halt für ein Raucharoma, und man kann auch mit getrockneten Mandarinschalen oder mit Nussschalen dann räuchern, je nachdem, was für ein Aroma man halt erreichen will. Und durch diese indirekte Methode in dem großen Gerät hat man eben auch deutlich niedrigere Temperaturen, sodass das Fleisch eben langsamer und gart und eben halt dort zarter auch wird.
Aber da würdest du dir auf jeden Fall Freunde machen, dahin im Kedem-Universum. Das glaube ich gerne und da bin ich auch fest von überzeugt, dass ich damit gut ankomme. Frage 16. Was machst du, um dich in deine Rollen einzufühlen? Ich sehe mir den Text an. Und denkst dir Scheiße. Worauf habe ich mich hier bloß eingelassen? Wieder so viel. So ungefähr. Nein, man guckt sich den Text an und schaut halt, wie würde diese Figur jetzt mit dieser Situation umgehen? Und dann guckt man halt, dass man die richtige Formulierung findet für diese Figur. Ja. Weil man bringt schon auch in den Text nochmal eigene Aspekte mit rein. Manchmal werden dann noch ein paar Worte noch verändert, weil man dann einfach vom Gefühl her sagt, diese Figur würde jetzt ein anderes Wort verwenden. Okay. Und so sind es eben schon gewisse Textpassagen, die sich ein bisschen dann auch verändern. Klar, der Text bleibt im Ganzen gleich, aber die Ausformulierung ändert sich schon ein bisschen halt von der Figur her. Hm. Frage 17. Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch mal? Ich improvisiere auch mal ganz gerne. Indem ich halt wirklich dann auch Sätze verändere, indem ich dann eben auch vielleicht Stimmung ein bisschen verändere und solche Sachen. Und so wird halt experimentiert und dann werden teilweise die Szenen dreimal, viermal aufgenommen und dann schaut man halt, was passt da jetzt am besten rein. Ja. Yeah. Frage 18. Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Zum Beispiel auf Kommando zu lachen oder zu weinen? Fällt dir das einfach oder? Nee, es ist schon ein bisschen schwierig manchmal und dadurch kommt es eben auch zustande, dass man eben auch Textpassagen vergeigt, weil die Emotionen nicht vernünftig passen oder so und dann muss man nochmal ran und. Es ist bestimmt schlimm, wenn man vor einer Szene, wo man weinen muss oder ernst bleiben muss, kurz davor irgendwie Quatsch gemacht hat und dann irgendwie melancholisch rüberkommen muss. Ne? Ja, das dauert dann manchmal. Da muss man wirklich 3, 4 Versuche teilweise nehmen oder auch kurze Pausen machen, ja. Um dann wirklich die eine Emotion erstmal komplett rauszukriegen und eine neue rein. Vorletzte Frage, Frage 19. Was wolltest du schon immer mal deinen Fans sagen? Ich wollte mich bedanken für die ganze Unterstützung, bei Keduma und dass ihr es wirklich möglich macht, diese unterschiedlichen Projekte wirklich zu verwirklichen, weil es sind für uns alle bei Keduma, sind es halt Reisen in fremde Welten, die wir unternehmen und das können wir nur durch euch. Das stimmt. Ohne die Fans würden wir bestimmt schon lange kein Keduma mehr machen. Genau. Frage 20. Kommt nach 19 öfter. Ist richtig. Die hast du zwar zu Anfang schon eigentlich beantwortet, ich stelle sie aber der Norm her trotzdem. Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecher sein wollen? Auf jeden Fall. Habe dich noch ein bisschen an der Backe. Diese Reise werde ich mir nicht entgehen lassen. Weil auch wenn man die Projekte meistens schon vorher kennt, aber wohin die Reise jetzt wirklich geht, das ist eigentlich nie vorhersehbar. Es gibt immer neue Aspekte, neue Örtlichkeiten, neue Begebenheiten, neue Situationen, die halt das ganze Universum dieser Geschichte verändern und einen selbst in neue Welten führen. Ja, dann freuen wir uns auf viele weitere spannende Projekte, wo wir dich nicht sehen, aber hören. Auf jeden Fall.
Ich persönlich freue mich zum Beispiel auf Im Namen des Fisches 2, wo ja. dann Pater Benjamin Wolkenberg wieder dabei sein genau. wird. Genau. Da wird es dann wieder den Kriminellen an den Kragen gehen. Genau. Ja, da haben wir auch fürs Intro prominente Unterstützung bekommen. Mhm. Da freuen wir uns schon riesig, wenn es dann wieder einen neuen Schwarz-Weiß-Krimi geben wird. Genau. Komischerweise, da kommt es gut an, ne? Also Krimi in Schwarz-Weiß kommt gut an, aber Kinderfilm in Schwarz-Weiß ist ein Flop, ne? Ja, es ist irgendwie, die Kinder haben da keinen rechten Bezug zu, aber die Erwachsenen schon. Und es macht natürlich ja immer so ein bisschen Edgar Wallace-Feeling. Ja, das stimmt. Ja, in diesem Sinne, ja, bleibt noch lange bei uns. Und das werde ich. Ja, das war Meister Lampe, einer unserer Sprecher mit der wohl auffälligsten oder eine der auffälligsten Stimmen überhaupt aus unserem Team. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Für dich immer gerne, Luzi. Voll toll. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir heute noch irgendwie Verrücktes machen. Ich rufe gleich mal Oma Inge an, ob die Bock hat, Altkleidercontainer anzuzünden. Ja, mal schauen. Klingt gut, die haben noch ein Feuerzeug irgendwo im Auto. Ja, und Oma Inge hat immer Benzin. Sehr gut, haben alles zusammen. Ja, danke bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt zu Meister Lampe oder Anregungen oder Ideen oder ihr seid jetzt notgeil durch seine sexy Stimme geworden und wollt euch unbedingt mit ihm treffen für ein sexuelles Abenteuer, dann schreibt es bitte alles in die Kommentare. Wir werden das dann weiterleiten. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles, was kommt. Kommen. Wegen Sex und wieso? So und überhaupt. Du hast die Reihenfolge verbaselt. Also, wieso? Erst nehmen, dann kommen. Ach, erst nehmen, dann kommen. Nicht erst kommen, dann nehmen. Nee. Dann geht es in die Hose. Eben. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, ich weiß schon, warum ich immer eine weiße Hose anhabe. Dann fällt das nicht so auf. Angenehmer. Wenn ich keinen Bock habe zu waschen, dann muss es auch hin und wieder eine gelbe Hose sein, weil es verfärbt sich ja. Was das schön ist, Isabellengelb? Mhm. Benannt nach der wochenlang nicht gewaschenen Unterwäsche einer spanischen Kaiserin? Ja! Habe ich sogar gestern noch was drüber gehört. Das ist jetzt ein lustiger Zufall. Ihr merkt schon, wir haben sehr weitläufige Themen. Wir reden über Themen, die läuft, ja. Ja, es ist eigentlich Allgemeinbildung, ne? Da unterhält sich eigentlich jeder jeden Tag drüber, ne? Ja. Ja, gibt keine anderen oder schöneren Themen. Ja, 700 Jahre alte Unterhosen. Die sind immer das Größte. Ja, da kommt es aber immer vom Hamburger Fischmarkt nochmal richtig zur Geltung. Ja, ihr Lieben, bevor es jetzt noch schlimmer wird und wir zensiert werden, schreibt in die Kommentare, was euch so einfällt oder wie ihr die Stimme von Meister Lampe findet oder was euer Lieblingsprojekt mit Meister Lampe ist oder ob ihr euch mal ein ganz besonderes Projekt mit ihm wünschen würdet. Egal, was euch dazu einfällt, schreibt es in die Kommentare und wir freuen uns. Genau. Ja, das war's von mir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.